Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Teil 3 von meiner Kartenzeigeaktion zu den drei Blöcken. Und zwar fehlt noch dieser. Da geht es einfach mal los, damit wir nicht viel Zeit verschwenden. Und zwar, die habe ich wirklich wieder sehr simpel gehalten. Ich habe es noch nicht mal auf schwarz umrandet, weil ich das irgendwie ganz cool fand. Mal einfach nur so, ganz simpel und easy. Und fertig, schicke Karte. Ja, mit der habe ich es mit Gelb, einem Sonnengelb fabriziert. Die kleine Schuldi. Und die auf dem Papier. Mit der bin ich mir wirklich nicht ganz sicher, ob ich es hätte umranden sollen. Aber kann man ja noch nachträglich. Lineal, schwarzer Stift, fertig, geht schon. Ja, und dann hatte ich ja eigentlich so ein aussortiertes. Das habe ich mich auch noch verbustelt und habe da versucht, das noch zu retten. Es ist, wie es ist. Zufrieden bin ich nicht, aber ich wollte es auch nicht weghauen. Es war mir einfach zu schade. Da sind 5 Karten draus entstanden. Und dann machen wir mit den Papieren weiter. Da hätten wir zu einem. Falsch rum. Diese. Oh, es geht schon wieder los. Diese. Müsste man mal einen Zähler einbauen. Diese. Dann. Entschuldigt. Die. Very simple. Very einfach. Und die. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Dem Papier. Da. Und halt, komm her. Nie. Und dann nochmal in der Ausführung. Weiß von dir gleich weg. So schlecht war es jetzt auch wieder nicht. Ja, insgesamt habe ich daraus 37 Karten gemacht aus dem blauen Block, weil ich ja einiges als Aufleger verbitzbatzelt hatte. Und das sind es nicht ganz so viele geworden. Insgesamt habe ich aus den drei Blöcken 126 Karten gebastelt. Jetzt kann ich meine Wand damit dekorieren. So. Und die. Ja, ich denke, da habe ich gut Material verballert. Leim ist fast so gut wie alle. Oder Foam Tape auf alle Fälle. Aber es war cool, war lustig, ging relativ zügig, ja natürlich Strichel setzen und das alles dran fummeln und zurecht. Aber dafür war das, oh ja doch, eine gute Angelegenheit. Man sich das bisschen in Etappen aufteilt und erst nur das macht und dann nur das, ging das relativ zügig. Wollte ich unbedingt machen, habe ich durchgezogen. Da sind die Ergebnisse. Und ich denke, so schlecht ist es nicht geworden. In einem Verfahren ziemlich simpel, ziemlich simpel, ziemlich treu geblieben, dass es nicht zu wild wird, obwohl ich es schon sehr bunt halte, alleine schon finde für von alleine von dem Stotter, Stotter von den Kartenrohlingen. Aber an sich habe ich mich dann für 4 verschiedene Kartenschnittarten entschieden, obwohl ich noch bei der ersten Runde 6 mir rausgesucht hatte. Ich glaube, die anderen habe ich schon verkehrt rum reingehalten. Wartet nochmal. Der Korrektheit halber. So. Hab auch die von dem Stickerblock ein Blatt komplett verballert.
Habe ich ja nur mit dem Sticker Dr. Nee, stimmt nicht ganz. Ich brauchte das Relax und Hello, das hatte ich aus dem hier. Aber naja, gut, die zwei, drei Sticker, die ich mir da rausgemopst habe. Aber ansonsten aus meiner riesen Strasssteinkiste habe ich nur die eine genutzt und hier die Fässchen. Habe ich euch ja alles gezeigt. Halt, nee, jetzt komme ich schon durcheinander reden und arbeiten. Boah. Und habe dann einfach schön bunt dekoriert und somit ist doch nichts wirklich Gleiches, obwohl mit gleichen Materialien rausgekommen ist. Schon alleine, wenn man sich jetzt die beiden anschaut. 126 verschiedene Karten daraus geworden. Manche sehr simpel, manche total vielleicht überladen für den einen oder anderen. Ich finde sie schön, ich finde sie lustig. Und ich denke, dass keine der Karten sich wirklich verstecken muss. Ja, und da sind wir schon bei den letzten vier Karten angekommen. Irgendwie habe ich hier was vergessen. Kann das sein? Ich habe den Spruch vergessen. Warum? Auf beiden. Wieso? Klebe ich noch drauf? Finde ich noch was Schickes? Auf jeden Fall sehen die dann noch so aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, den ganzen Kladderadatsch sich anzugucken. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, stimmt ihr uns für den Start ins Wochenende oder in die Woche. Und dann sage ich tschüss, ciao, ciao, tschüss. Ich muss meinen Text besser lernen.